Boah, das schmeckt wirklich so fein, gut gewürzt und es war so schnell zu machen. Wie toll, dass gesund einfach und schnell gehen kann. Tachchen, ihr Lieben, ich bin Felicitas Teen und heute koche ich für euch köstlichen mediterranen Fisch mit Gemüse aus dem Ofen. Die mediterrane Küche kann entzündungshemmend wirken und das ist super, zum Beispiel bei Diabetes. Also, let's go! Dieses Rezept ist wirklich super einfach. Ihr müsst nur ein bisschen schnibbeln und den Rest macht eigentlich der Ofen. Ein Brett, ein Messer. Und jetzt haben wir zwei Zutaten, die einfach jedes Gericht köstlich machen und auch noch gesund sind. Und zwar eine Zwiebel, extra große, und ein bisschen Knoblauch. Und alles wird jetzt erstmal klein geschnitten. Manchmal, wenn ich viel Zwiebel brauche, also meistens, kaufe ich die fetten Gemüsezwiebeln, weil dann ist das Verhältnis Schale, Zwiebel besser und man muss nicht so viel arbeiten. So, da meine Zwiebel in diesem Gericht eher so eine Art Gemüse ist, muss ich sie auch nicht so klein schneiden. Man darf die Stücke ruhig noch sehen. Dann haben wir hier Knoblauchzehen. In der mediterranen Küche kommt ja wirklich viel Knoblauch vor und ich liebe Knoblauch, deswegen perfekt. Ich nehme 3 Zehen. Ich hole schon mal meine Auflaufform. Die habe ich bei der Nachbarin geliehen, wie hübsch ist die denn? Da rein kommt jetzt gutes Olivenöl. Eine meiner Hauptzutaten in der mediterranen Küche. Und Olivenöl ist ja nicht nur ein Öl, ich finde, es gibt noch einfach so einen ganz, ganz tollen Geschmack. Früher dachte ich immer, Öl ist ja so ein bisschen bitter, aber jetzt schätze ich gerade diese leichte Bitterkeit und die Fruchtigkeit von Olivenöl. Das Gemüse kommt jetzt schon mal hier unten rein. Jetzt kommt ein Gemüse dazu, auf das ich wirklich total dolle stehe, Fenchel. Manche Leute haben ja nicht so das gute Verhältnis dazu, aber gerade wenn man ihn schmort, wird er so richtig lecker und der Anisgeschmack passt so gut zu Fisch und in die mediterrane Küche sowieso. Die Spitzen schneide ich ab, die sind so ein bisschen trocken. Ansonsten einfach nur in feine Scheiben schneiden. Aber Achtung, in der Mitte ist ein Strunk. Den wollen wir nicht. Der kommt auch noch raus. Und sofort fängt die Küche an zu duften. Zwiebel, Knoblauch, dann der Fenchel. Das wird ein richtig gesunder Festschmaus. Fenchel ist gut fürs Herz und Gefäße. Ich meine, vielleicht kommt es auch von der Form. Herz. Wie ist denn eigentlich euer Verhältnis zu Fenchel? Findet ihr ihn lecker? Mögt ihr ihn lieber roh oder gekocht? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Und übrigens sind Rezepte natürlich keine Gesetze. Also wenn ihr sagt, ich mag aber kein Fenchel, dann nehmt ihr eben Zucchini, Paprika oder was ihr gerade im Kühlschrank habt. So, der Fenchel kommt auch mit dazu. Das Ganze wäre jetzt ein bisschen langweilig. Deswegen brauchen wir noch eine richtig schöne Soße. Ich habe hier Kirschtomaten aus der Dose. Wie praktisch sind die? Die sind schon geschält und so richtig schön süß. Gerade im Winter kann man super gut auf Dosentomaten zurückgreifen, weil bei uns gibt es im Moment ja wirklich nur die geschmacklosen Dinger aus dem Gewächshaus maximal oder von ganz weit her. Die wurden aber dann geerntet, wenn sie am süßesten waren. Jetzt brauchen wir natürlich noch Gewürze. Und da wir uns in der mediterranen Küche befinden, habe ich hier Rosmarin und Thymian. Beim Rosmarin bin ich übrigens faul. Ich zupfe die Blätter einfach ab. Den harten Strunk nehme ich natürlich nicht. Das gleiche beim Thymian. Jetzt noch Salz und Pfeffer, ohne geht das ja nun wirklich nicht. Ich mache meinen Pfeffer übrigens immer frisch im Mörser, dann ist er einfach noch aromatischer. Also nicht dieses Niespulver kaufen, das schon fertig gemahlen ist. Aber ihr könnt auch eine Pfeffermühle benutzen. Noch ein bisschen Olivenöl, was soll der Geiz? Um das Ganze noch mediterraner zu machen, habe ich hier noch ein paar schwarze Oliven. Und ich sage immer, wenn es bunt aussieht, schmeckt es auch bunt. Und das sieht ja wohl schon sowas von bunt aus. Das Ganze muss jetzt im Ofen kurz vorschmoren und dann kommt der Fisch dazu. Unser Gemüse braucht jetzt ungefähr 20 Minuten und in dieser Zeit könnt ihr meinen Kurkuma-Huhn gucken, auch aus dem Ofen und auch super lecker. Wie? Guckt mal, wie wunderschön das Gemüse schon vorgeschmort ist. Ich mische ein kleines bisschen durch und dann wird der Fisch oben drauf gesetzt. So, das kommt rüber. Wir kommen zu unserem Fisch. Ich habe jetzt Kabeljau genommen, aber ihr könnt natürlich jedes Fischfilet nehmen, auf das ihr Bock habt, zum Beispiel auch Lachs oder you tell me. Worauf wir nicht verzichten möchten, oder zumindest ich nicht, ist Zitronenabrieb, weil der gibt einfach so eine richtig, richtig schöne Frische und naja, dass ich Fan bin, wissen wir ja inzwischen.
Dann brauchen wir auch hier Salz und Pfeffer. Und jetzt setzen wir den Fisch auf unser Gemüsebeet, wie auch immer ihr es nennen möchtet. Und zum Schluss nochmal gutes Olivenöl. Die Omega-3-Fettsäuren im Olivenöl sind übrigens entzündungshemmend und obendrein noch gut für die Gelenke. Einmal noch angucken und dann kommt's in den Ofen. Schön bist du. Jetzt einmal mit Geschirrhandtuch. Wieder rein in den Ofen. Ich räume auf und dann können wir eigentlich schon fast essen. Und nur 15 Minuten später ist der Fisch schon fertig, weil seine Mitte noch glasig sein. Komm, komm, komm. Ui, hi. Sprecht ihr auch manchmal mit eurem Essen? Wow. Da ich ja nicht nur für mich, sondern auch für YouTube koche, mache ich noch ein bisschen Petersilie drauf, weil dann sieht es noch schöner aus. Noch ein bisschen Zitronensaft. Das Ganze könnt ihr jetzt entweder so essen, low carb, oder mit einer Scheibe Vollkornbaguette. Mmh, ich kann es gar nicht abwarten. Yummy, 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 yummy. Ich habe so ein Glück, dass ich das jetzt probieren darf. Kommt mal ein bisschen ran. Am besten eine Gabel mit allem. Direkt aus der Auflaufform. Mmh. Wow, was für ein leckeres Gericht. So schnell gemacht und so toll gewürzt. Wie schön, dass gesunde Küche nicht kompliziert sein muss. Und dieses Gericht ist sogar noch für Menschen mit Diabetes geeignet. Also macht es auf jeden Fall nach. Und für den Fall, dass ihr Lust habt auf noch mehr gesunde Rezepte, dann abonniert auf jeden Fall den AOK-Gesundheitskanal. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal und isst gesünder!